Hallo Freunde der Nacht, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Diplompsychologe und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, bei uns immer noch grässliche Bauarbeiten wegen diesen ganzen Zerstörungen hier durch Hagel und es ist einfach nur Nervkram, auch mit Vermieter, es ist einfach Katastrophe. Aber gut, wenn ihr Geräusche hört, das ist unser Menschenhund, der inzwischen 3 Meter groß ist. Und einfach Geräusche macht wie ein Mensch. Also das ist wirklich unglaublich. Ja, heute geht es wieder um das spaßige Thema, dass man Datingprozesse letztlich eigentlich ein bisschen ähnlich wie in der letzten Mail nicht kontrollieren kann und sie manchmal einfach relativ schnell wieder auseinandergehen. Aber ja, schauen wir mal, was man hier dazu sagen kann. Vorab wollte ich noch sagen, es könnte vielleicht sinnvoll sein, sich mal für meinen Newsletter anzumelden auf liebeschipp.de. Sag ich nur mal so, weil manchmal gibt es da Goodies, die gibt es hier auf Instagram nicht. Und auch für die Neuen, da gibt es Persönlichkeitstests, Umsonstmaterial, einen so einen Umsonstkurs und so weiter und so fort. Und meldet euch gerne mal an. Ja, dann legen wir mal los von Branevkola und sie schreibt, lieber Christian, ich habe eine Trennung hinter mir und möchte meine Situation gerne mit dir teilen. Könnt übrigens auch solche Nachrichten loswerden auf liebeschipp.de, ein Formular. Ich glaube, Juli möchte gleich mal raus. Ich 27, war bis vor 2 Wochen mit meinem Ex-Freund, ähnliches Alter, fast ein Jahr zusammen. Wir haben uns damals online kennengelernt. Ich war zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre Single nach einer vorherigen 3-jährigen Beziehung und er war 7 Monate getrennt nach seiner allerersten Beziehung. Was mir erstmal auffällt in den E-Mails, ich weiß nicht, ob das mittlerweile so Status ist, wie lange ihr so Single seid, ne? Das finde ich echt bemerkenswert. Also es müsste nicht unbedingt sein, so, ne? Manchmal ist es auch gut, so ein bisschen im Training zu bleiben, sag ich mal. Ja, aber vielleicht ist das auch so ein Trend heute. Weiß ich nicht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Er trennte sich von ihr aufgrund mangelnder Gefühle, meiner Beziehungserfahrung. Also ihr seid ja auch echt jung, muss man auch mal sagen, ne? Man probiert sich aus. Meine Beziehungserfahrungen waren zuvor nicht so gut. Mit meinem allerersten Freund gab es immer wieder kleine Streitereien und viel Kritik, bis er mich am Ende betrogen hat. Nach der Beziehung zog ich immer Männer an, die nichts Ernstes von mir wollten. Oder Freundschaft plus, das kann jetzt Zeitgeist sein, es kann aber auch Online-Dating sein, muss man ganz klar sagen. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht auch ein bisschen bildungsvermeidend bist. Und und das ist immer so dieses, dass man sowohl im Pluspol als auch im Minuspol, also wenn man nicht so in der Mitte ist, hat man oft so ein Thema mit Intimität, ne? mit so echter Nähe, sag ich mal, die über Verliebtsein hinausgeht. Ja, hat man sich jetzt nicht ausgesucht, gibt Gründe, warum man das so hat. Aber genau, aber es könnte auch sein, dass es einfach, vielleicht hättest du viel online und es gibt da extrem viel davon, könnte ich mir auch vorstellen. Aus beruflichen Gründen zog ich 2022 nach Vladivostok, weil ich meinen Traumjob angetreten bin. Ich habe mich sehr nach einer Beziehung gesehnt und lernte nach einigen Dating-Misserfolgen meinen jetzigen Freund kennen. Wir hatten von Anhieb an ein starkes Interesse aneinander. Er hat alles, was ich mir gewünscht habe, sah gut aus, ist gebildet und beschäftigte sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Leute, ich will nur mal sagen, das ist kein Gewehr, dass das ein vernünftiger Partner ist, ne? Es gibt so viele Leute, die sich mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die also wirklich, ich sag's mal gelinde, ganz, ganz schwierige Gesellen sind. Also, kann sein, dass du ein Postboten datest und dass es viel besser läuft, wirklich, weil er einfach geerdet ist, sein Ding macht. Also ich habe ja seit Corona habe ich echt so meine Schwierigkeiten mit dieser spirituellen Szene. Also keine Ahnung. Manchmal ist so ein geerdeter Partner vielleicht so eine bessere Wahl, ne? Aber trotzdem möchtest du gleiche Interessen haben, verstehe ich natürlich. Ansonsten sage ich mir wieder so richtig, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Gut, du schreibst jetzt nichts irgendwie von toxic oder so, nur ja, wenn man, weiß ich natürlich, bei dir jetzt einen falsch programmierten Liebeschip hat, zieht man halt immer den gleichen Kram an. Da empfiehlt sich Modul 1 bei mir.
Umprogrammierungs-Chips. Siehst du, das war jetzt nicht etwa Aline, die Genießer, das war unser Bigfoot-Hund hier. Ja, Aline hat mir versprochen, dass sie mir nicht, dass wir einen mittelgroßen Hund kriegen. Was haben wir gekriegt? Irgendwie so ein 5-Meter-Hund, der ist echt wirklich, der jeden Tag ein Schwein isst, irgendwie ein halbes Maisfeld. Also wirklich. Ich müsste echt mehr Kurse kaufen, sonst kann ich mir das bald nicht mehr leisten, hier den Hund. Wirklich, naja. So. Nach 4 Wochen fragte er mich nach einer Beziehung. Das ist auch interessant, wie lange das heutzutage dauert. Ne? Früher war das eigentlich so nach 4 Tagen, klar. Die Anfangszeit war wunderschön. Er schenkte mir oft Blumen. Wir waren zusammen im Urlaub. Ich lernte seine Mutter kennen. Wenn ich ein Problem hatte oder krank war, stand er sofort vor meiner Tür. Ja, wieder, wie auch in der letzten Mail bis hierhin, alles wunderbar. Das heißt nur nicht, dass es so weitergeht. Ne? Ich war mir sicher, dass er der Richtige war und dass wir unzertrennlich sind. Nach 6 bis 7 Monaten schlichen sich die ersten Uneinigkeiten ein. Jetzt sag nicht, dass das wieder die berühmten 200 Tage sind, Leute. Ich sag's ja. Hört auf meine Zahlenarithmetik. Wenn es so gar nicht passt, merkt man es nach 100 Tagen. Wenn es ein bisschen weniger nicht passt, dann ist es häufig nach 200 Tagen. Warum? Es sind genau 200 Tage wieder. Also letztlich kann ich auch nicht genau sagen, warum. Es ist einfach so eine Beobachtung, aber ich vermute mal nicht daran, dass die Verliebtheit danach lässt und sich dann halt das zeigt, was darunter liegt. Ne? Und da muss man halt diesen Übergang schaffen und gucken wir nochmal der Realität ins Gesicht, ne? Auch um nicht ein bisschen zu entlasten. Die meisten Beziehungen scheitern in den ersten 200 Tagen. Ne? Und also die schleppen sich dann noch ein bisschen voran. Also man könnte auch sagen, scheitern im ersten Jahr. Und wenn man das übersteht, dann ist erst so nach 4 Jahren so die nächste Schallmauer. Er meldet sich kaum während der Arbeit und am Feierabend. Es gab weniger Zeit miteinander. Er schürzt sich vermehrt in seine Hobbys. 3 bis 4 Mal die Woche Wettkampf, Mensch, ärgere dich nicht. Und begann privat eine zeitintensive Weiterbildung, die regelmäßig an Wochenenden stattfand. Was ich alles unterstütze. Ja, also ich finde, wenn so alles läuft, dann darf man auch akzeptieren, dass wenn einer oder vor allen Dingen der Mann arbeitet, dass er jetzt nicht mehr so viel schreiben kann irgendwie. Das sollte sich aber ausgleichen dadurch, dass man trotzdem einfach ein sicheres Gefühl hat, dass er abends dann, wenn man sich sieht, voll präsent ist, voll da ist, sich keine Zweifel einschleichen. Also nur, dass jemand vielleicht tagsüber wenig schreibt, da würde ich jetzt nichts draus schließen. Muss ich auch nicht mal so viel schreiben, aber ich vermute mal, dass das werden wir gleich, glaube ich, auch sehen, dass das hier bei dir doch mehrere Sachen sind, die sich da so auftürmen. Und dann guckt man auch auf die Häufigkeit des Schreibens. So. Weil wir uns aber so wenig gesehen haben, schlug er sogar vor, im Sommer noch zusammenzuziehen. Zwischendurch schlug mein Bauchgefühl wieder Alarm, weil er sich emotional zurückzog. Ja, das sind eigentlich 2 Probleme. Einmal dein schlechtes Bauchgefühl. Und dass er sich zurückzieht und gleichzeitig sagt, er zieht mit dir zusammen. Das ist jetzt so das Erste, was mir so auffällt. Das klingt so ein bisschen nach Future Faking. Also ich schmeiße jetzt hier so ein Lebkuchenherz hin, damit du zufrieden bist. Aber das Eigentliche kriegst du nicht irgendwie. Also sprich, lass mich in Ruhe mit meinem Zurückziehen und ich schmeiße jetzt hier hin, wir ziehen zusammen. Was aber nicht passiert, ne? Also von daher, wenn euch jemand sagt, ja, lass uns zusammenziehen, um das zu gucken, ob das ernst gemeint ist, natürlich nur, wenn man es auch selber will, empfehle ich immer, das für bare Münze zu nehmen und zu sagen, ja, alles klar, wann? Lass uns einen Termin machen. Wann soll ich deine Kisten packen? Soll ich dir helfen? Soll ich schon mal Schilder besorgen für Parkplatz absperren? Da merkt man nämlich ziemlich schnell, ob das einfach nur dummes, wollen hier nicht ausfallen werden, dummes Gelaber ist. Oder Realität, ne? Da mir das aus vergangenen Beziehungen bekannt vorkam, habe ich im Sommer verbotenerweise in sein Handy geschaut. Ich empfehle ja immer, das zusammen mit dem Partner zu machen.
Ist aber ganz interessant, was hier dabei rauskommt. Ich weiß, dass man das nicht macht, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Dort war eine verdächtige Nachricht einer Frau aus seiner Weiterbildung. Ja, sie hätte zwischen ihnen eine starke Anziehung gespürt und würde sich freuen, wenn sie sich weiter kennenlernen könnten. Er antwortete ihr, dass er das auch gespürt habe, aber es wohl falsche Signale waren. Er würde sich in einer Beziehung befinden und deshalb könnten sie sich nicht treffen, aber gerne weiter per Chat austauschen. Ja, also du hast jetzt, das ist halt das Problem, wenn man ins Handy guckt. Du findest dann irgendwas, was man, ja, wenn man nochmal ehrlich, letztlich jetzt nicht einordnen kann. Also er hat sich ja, sag ich mal, zu 80% loyal verhalten, wo man dann weiter mit ihr im Smalltalk bleiben will, wissen wir nicht. Aber zumindest hat er erstmal klar gesagt, ich bin in einer Beziehung. Und dann, ja, aber ich kann das eigentlich nicht so empfehlen, so zu viel ins Handy zu gucken, weil man findet immer irgendwas, was vielleicht komisch ist, ohne dass man jetzt gleich einen illoyalen Partner hat. Naja, interessant auf jeden Fall. Sonst wird ja hier in den Mails immer was gefunden. Du hast, gut, man kann jetzt sagen, die chatten weiter, aber ihr seid jung, meine Güte. Aber eigentlich hast du nicht richtig was gefunden. Ne? Bis hierhin auf jeden Fall, aber es geht noch weiter, sehe ich gerade. Dann hatten sie weiter Smalltalk und er beendete den Chat mit: Ich antworte später, wenn meine Freundin weg ist. Ja, also okay, gut. Das hört sich natürlich alles jetzt nicht mehr so gut an. Okay. Aber was mir jetzt auch auffällt, ist wieder so ein widersprüchliches Verhalten auch der Frau gegenüber, dass er einerseits sagt, ich habe eine Freundin und was willst du eigentlich? Und gleichzeitig mit mir weiterredet, das ist eigentlich genauso widersprüchlich wie mit dir, ne? Das ist interessant. Da waren wir gerade mal 700 zusammen. Ja, es sind die berühmten 200 Tage. Ne? Ich habe da auch ein Video zu gemacht, die 100 und die 200-Tage-Grenze. Ich habe gedacht, dass ich in so einer Zeit keine andere Person in unsere Beziehung drängen kann. Leider schlich sich bei uns auch der Alltag ein. Er kam an den wenigen Tagen, wo wir uns sahen, erschöpft von der Arbeit, wollte seine Ruhe und nichts mehr unternehmen, nur TV schauen. Ja, also er datet dich nicht mehr richtig, ne? Der Hund bellt eigentlich nie, nie. Das ist, Juli, ich mache ein Video hier. Kannst du mal sich mal ein bisschen zusammenreißen, ne? Wirklich. So, zudem bekam er finanzielle Probleme durch seine hohe Rate, die er für die Weiterbildung brauchte. Das war ein Grund, weshalb wir kaum noch ausgegangen sind. Ja, man kann auch Dates machen, man kann auch sagen, ja, weiß ich nicht, ich kaufe mir, weiß ich nicht, zwei Stück Kuchen vom Bäcker und zwei Kerzen und wir machen eine Nachtwanderung und wir machen Mitternachtsessen. Das hat mit Geld eigentlich nichts zu tun, gar nichts. Ne? So, er wurde zunehmend unzufriedener, nörgelte an mir und meinen Verhaltensweisen rum. Ich wäre unordentlich, würde wenig empathisch sein. Er konnte es nicht verstehen, warum mich das so triggert, wenn er auf Arbeit so wenig schreibt. Wie gesagt, ich finde es völlig in Ordnung, wenn man auf Arbeit wenig schreibt. Weil da muss man ja auch arbeiten. Aber ich, wie gesagt, ich vermute in Verbindung mit diesem Rückzug, den du spürst, dass das dann zum Problem wird. So. Es gab kaum Liebesbekunden oder Zuneigung von ihm um sein Handy, Laptop. wurde er immer geheimnisvoller. Er wollte nicht mehr mit mir zusammenziehen in naher Zukunft, finanzielle Gründe und wusste auch nicht, ob ich die Richtige für ihn bin. Ja, gut, hier geht scheinbar alles nach Süden, aber gut, das kann halt passieren, ne? Man steckt halt nicht drin. Das alles hat mich sehr verletzt, weshalb es zu einer starken Abwärtsspirale kam. Wir stritten immer mehr, weil ich wollte, dass das alles wie vorher wird. Ja, aber das kann man nicht erstreiten, ne? Also streiten macht es noch schlimmer so, ne? Wenn zumindest wenn die Gefühle sowieso schon weniger sind, dann nützt Streiten nicht viel, dann wird die Beziehung ja noch unangenehmer für ihn. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass damit. Gut, ja, gut. Es wird gerade irgendwie. Es ist ein Hasenohr. Ich wollte extra dafür sorgen, dass sie ruhig. Ja. Das sind so die Chips des Hundes, sind so Hasenohren, die in diesen riesigen, ekligen Tüten kommen. Ist nichts für Vegetarier, ja, wirklich. Ah,
Gut. So, wo waren wir jetzt? Also die Abwärtsspirale, ja, also ja, viel Streiten nützt da auch nicht, sondern einfach ja, Sachen annehmen, wie sie sind, ne? Ansprechen und dann feststellen, ah, okay, das läuft nicht in die Richtung, die ich möchte. Und das ist auch, da musst du jetzt gar nichts falsch gemacht haben. Es kann sein, dass du ein bisschen zur Pluspoligkeit neigst. Wie gesagt, ihr könnt alle gerne mal in die Kurse reingucken, da könnt ihr das ein Stück weit analysieren für euch. Vielleicht bist du ein bisschen zu pluspolig, vielleicht bist du ein bisschen needy, aber dann zieht man manchmal so ein bisschen minuspolige Menschen an. Aber muss auch nicht. Vielleicht ist auch, bist du total fein und der, ja, die Beziehung hat einfach 200 Tage nicht wirklich überstanden oder das erste Jahr und du hast vielleicht gar nichts falsch gemacht und es ist einfach so, ne? Ich bin immer froh, also erstmal kann man auch dankbar sein für das, was man hatte, ne? Das war ja auch nicht so schlecht bis dahin. Und dann ist mir immer lieber, ihr geht nach 3-6 Monaten auseinander und da muss man jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, wie schlimm, als dass ihr jahrelang in unglücklichen Beziehungen bleibt, ne? Oder auch, ja, was auch, ich würde das auch nicht unbedingt empfehlen, so jahrelang gar nicht zu daten, weil man muss so ein paar Frösche küssen, bis man den richtigen findet. So klar, manche finden ihn sofort, aber ja. Wir schritten uns immer mehr, weil ich wollte es ja als Vorwärts. Am letzten Tag, an dem wir uns sahen, knallte er die Tür zu und ging. Auslöser war, dass ich an seinem PC ein Spiel spielen wollte. Und er mir anfangs das Passwort nicht gab, weil ich irgendwelche Gruppenchats nicht lesen sollte, was ich nicht vorhatte. Ja, also dass sich das jetzt getriggert hat und dass es, dass, ich meine, du spürst ja, dass irgendwas nicht stimmt. Das kommt total rüber. Und ja, also wenn du nicht mal mehr an seinem Computer darfst, das ist natürlich Code Red irgendwie und natürlich triggert dich das und natürlich führt das zu Streit. Also können wir, glaube ich, alle verstehen. Ich war wieder misstrauisch. Ich meine, das muss man gar nicht misstrauisch nennen. Das ist ja klar, dass da irgendwas ist, ne? Er beteuerte mich, dass er mich nie betrügen würde. Seine Mama wurde in der Schwangerschaft betrogen und das würde er nie jemandem antun. Ja, also wenn es für jeden Satz, der so gesagt worden ist und wo dann trotzdem fremdgegangen worden ist, wenn man dafür einen Euro irgendwie auf den Haufen legen würde, könnten wir, glaube ich, alle Probleme der Welt von lösen. Ja, aber gut, wir wissen das nicht. Ich will ihm da jetzt auch nichts anreden, aber offensichtlich gehen die Energien woanders hin, sage ich mal so. Da muss ja auch noch nichts passiert sein, aber so gehen Beziehungen halt, Beziehungen gehen nicht schön auseinander, ne? Also das passiert halt, ist wie es ist, ne? Ich habe gehofft, dass wir wieder zueinander finden, aber die Trennung war dann über WhatsApp. Unsere Persönlichkeiten passen nicht zueinander. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, also wie gesagt, die kommen jetzt nicht so richtig raus in der E-Mail. Gab es vielleicht unterschiedliche Vorstellungen über Nähe und so, keine Ahnung. Aber vielleicht kann er auch nicht länger. Viele Leute können nicht länger als ein Jahr eine Beziehung führen, weil sie einfach zu bindungsvermeidend sind und zu sehr auf Dopamin aus sind. Und dann muss der nächste Knaller kommen. Also es muss überhaupt nicht heißen, dass du hier irgendwas falsch gemacht hast, ne? Aber vielleicht hast du ein Type, ein Beuteschema. Das ist ja, was die meisten ja sich mit schwer tun. Beuteschema, was einfach nicht so konstruktiv ist, ne? Das musst du mal gucken. So, also Persönlichkeiten passen nicht zusammen. Er wollte auch kein persönliches Gespräch mehr, weil er keine Kraft mehr hat. Ja, mit der Kraft, da frage ich mich so ein bisschen, gab es vielleicht ein bisschen viel Streits? Also einfach Fragen an dich. Und also ich kann das jetzt hier nicht rauslesen, aber die Frage an dich, warst du vielleicht manchmal ein bisschen needy, aber das heißt jetzt nicht, dass das nicht alles trotzdem passiert wäre, wenn es nicht gewesen wäre. Ja. Mir geht es nicht gut. Ja, klar, ne? Ich empfehle auch immer dann einen Liebeskummerkurs, aber natürlich, es kann einem mit Liebeskummer schon echt schlecht gehen. Man kann sich natürlich immer Unterstützung vor Ort suchen. Er hat sich nicht mehr gemeldet, auch nicht an meinem Geburtstag. Naja, ihr seid getrennt, ne? Ich meine, es ist nicht schön, aber es ist so. Und seine Familie hat auch den Kontakt zu mir abgebrochen. Naja, ich meine, er wird eine andere Story haben. Er wird vielleicht sagen,
Ich fand das jetzt komplett frei rum. Ne? Ich weiß natürlich, er wird vielleicht sagen, oh, die war irgendwie so ein bisschen nervig und dann sollte ich ihr mal schreiben auf der Arbeit und die hat ja so viel zu tun und hatte so viele Erwartungen an mich und dann mach vorher auf der Arbeit eine andere und mit der habe ich mich eigentlich besser verstanden und dann habe ich ein paar Wochen überlegt und dann habe ich mich getrennt. So, der wird wahrscheinlich eine ganz andere Story haben. Das ist jetzt nicht, dass die richtiger ist als deine, überhaupt nicht. Aber klar, sowas erzählt man dann der Familie und warum sollten die dann zu dir Kontakt halten? Wäre natürlich nett, man schreibt sich da nochmal irgendwie, aber realistischerweise bricht der Kontakt natürlich dann zur Familie auch ab. Und wie gesagt, wer weiß, was er denen erzählt hat. Seit neuestem habe ich gesehen, dass er und das Mädchen aus der Weiterbildung Leute, kein Kontakt und keine Informationen. Das ist das Wichtigste jetzt für dich. Ne? Guck dir vielleicht noch Liebeskummer-Videos von mir an. Mach Modul 0. Also das sollte dich nicht interessieren. Was sollte es ihm längst blockiert haben? Auch zu deinem Besten, was er da auf Social Media macht, das triggert dich nur und du weißt es ja nicht. Ja, dann folgen die sich jetzt. Das heißt nicht, dass die zusammen sind. Ne? Also das macht nur Kopffick da oben. Das willst du echt nicht. Ne? Ich frage mich, ob er von Anfang an der falsche Partner für mich war oder ob es die schlechte Beziehungsdynamik, Klammern, Eifersucht, also schreibst du es auch ein bisschen. Ja, also es ist jetzt ganz schwer zu sagen, weil vielleicht warst du ja zu Recht eifersüchtig, weißt du? Und vielleicht hast du geklammert, weil du merkst, er zieht sich zurück. Also das ist so dieser berühmte Attacke-Rückzugskonflikt, nennen wir das in der Paartherapie. Das hat jetzt mit Toxik nichts zu tun. Das ist also der Hauptkonflikt, mit dem Leute in Paartherapie kommen, dass einer so klammert und hinterhergeht und einer zieht sich immer weiter zurück. Und da kann man manchmal auch nicht sagen, wer angefangen hat. Das ist so eine Paardynamik. Und, aber man wird natürlich nach 6 Monaten keine Paartherapie machen, so in aller Regel. Aber wenn dich das mehr interessiert, kommt gerne in meine Fortbildung. Die geht ja im Februar los. Nächstes Jahr biete ich übrigens aller Voraussicht nach auch endlich die Advanced-Ausbildung an. Ich habe mir jetzt jahrelang in Ohren gelegen damit. Die wird auf jeden Fall live sein. Aber er wird wahrscheinlich Voraussetzungen haben, dass man die Basisausbildung gemacht hat. Gut, also es könnte sein, das würde ich halt nochmal ein bisschen untersuchen. Also neigst du vielleicht dazu, klammernd und eifersüchtig zu sein? Dann sollte man natürlich dran arbeiten. Andererseits warst du ja 5 Jahre Single, also offensichtlich kannst du allein sein. Aber manchmal, also vielleicht wäre auch der Verlustangstkurs was für dich, weil ich denke, es gibt Dynamiken, die treten wirklich nur in Beziehungen auf. So, ne? Und vieles Klammern und Eifersucht und viele Verlustängste auch entstehen dadurch, dass man mit Recht diese Gefühle hat. Versteht ihr, wie ich meine? Weil man spürt einfach, da läuft irgendwas, der Partner zieht sich zurück. Man hat Antennen dafür und ist dann natürlich zu Recht verlustängstlich, klammernd, eifersüchtig, weil man auf eine Energien reagiert, die man aber nicht so richtig festklopfen kann. Ne? Versteht ihr, wie ich meine? Und von daher schwer zu sagen, könnte beides sein oder auch eine Mischung. Und mit dem falschen Partner, ja, ich meine, dafür datet man sich, um zu gucken, ob es funktioniert. Und wie gesagt, wenn das viele Menschen haben heutzutage kürzere Beziehungen, ne, und probieren sich aus. Und ist ja auch in Ordnung, dass du was Längeres suchst. Aber man kann letztlich Menschen immer erst durchs Daten kennenlernen. Ne? Man kann die erst nicht am Gesicht ablesen. Das lief ja auch am Anfang gut irgendwie. Ne? Also insofern gräm dich da jetzt nicht. Sei froh, dass es vorbei ist. Weil so richtig koscher wirkt er jetzt ja nach den 200 Tagen irgendwie auch nicht. Ich glaube, da gibt es noch was Besseres für dich. Aber ich würde mich da jetzt nicht grämen. Also wir probieren uns ständig aus im Leben. Ne? Das ist ständiges Ausprobieren. Ja, und es ist ja jetzt auch nicht so viel passiert. Du bist nicht schwanger. Du hast irgendwie nicht dein Erbe verspielt oder sowas, weißt du. Gut, war ich sonst noch was zu sagen? Ja, also auf jeden, also das Einzige, was man jetzt sagen könnte, das versuche ich immer so ein bisschen euch näher zu bringen, dass man sich schneller trennt. Ne? Also, wobei, ich finde jetzt so,
Also unter diese 6-7 Monate zu kommen, ist wirklich schwierig, selbst wenn es nicht gut läuft, weil man will ja auch nicht sofort Flinte ins Korn schmeißen. Insofern könnte man vielleicht daran arbeiten, dass man nicht ein Jahr braucht, sondern nach diesen 6 Monaten dann einfach sieht, okay, es läuft hier in eine falsche Richtung, lass es uns lieber gleich lassen. Aber viel mehr Zeit könnte man, glaube ich, nicht rausholen. Hätte ich es akzeptieren müssen, wenn er so wenig investiert in seiner aktuellen Lebensphase? Ich vermute mal, investiert in eure Beziehung. Man muss es nicht akzeptieren, das akzeptiert keine Frau, wenn sie das Gefühl hat, sie wird nicht gewertschätzt. Das ist auch die feminine Polarität, dass man diese Wertschätzung vom Mann braucht, also dieses Gesehenwerden, immer wieder gesehen werden. Und hättest du dich genauso gut vergucken können, jemand anders theoretisch, ne? weil er dich nicht mehr richtig datet. Wie gesagt, das ist eine Sache, dass man vielleicht tagsüber die Welt retten muss. Ich meine, muss er jetzt nicht, aber ich sag's jetzt mal so, du musst vielleicht. Und keine Ahnung, wenn du gerade das Space Shuttle da vom Absturz bewahren musst, dann kannst du halt keine WhatsApp schreiben. Aber sollst dann abends, sollst du halt präsent sein, so, ne? Und deine Partnerin daten, ne? Und dann nicht den ganzen Abend. Man kann auch mal den ganzen Abend vom Fernseher hängen, aber irgendwann sollte es das Date geben, ne? So. Warum hat er das nicht früher beendet und mit mir noch Zukunftspläne gemacht? Ich will ihm jetzt nicht was Schlechtes unterstellen. Vielleicht hat er das in dem Moment so gefühlt. Vielleicht war es aber auch schon Future Faking, also eine Strategie, weil er dich vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht trennen wollte und dich noch so ein bisschen bei Laune halten. Das wäre natürlich nicht so gut, ne? Weiß gerade echt nicht, wo ich bei mir anfangen kann. Hab starke Selbstzweifel. Boah, das glaube ich kein Grund zu. Also nur weil eine Beziehung, die erstmal gut läuft, nach einem Jahr auseinandergeht, muss man echt keine Selbstzweifel haben, wirklich nicht. Ich denke, ich habe ja ein paar Ansatzpunkte gesagt. Mach doch mal mit den entsprechenden Kursen weiter und gräm dich nicht zu sehr. Wirklich, also vergiss das mal, blocke ihn, mach einen Liebeskummerkurs. Und ja, mein Gott, das Leben geht weiter. Ich denke, das Gute ist bei den kurzen Beziehungen, dass man, das war jetzt ja auch nicht so hypertoxisch, dass man schnell wieder drüber hinweg ist und ja, muss ja jetzt nicht wieder 5 Jahre warten, gell? Macht die fucking Kurse, meldet euch gerne für meinen Newsletter an und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben.